Hallo und willkommen bei Ralfs Bastelbude. Heute zeige ich euch den China-Fräser für 30 Euro, den ich bei eBay gekauft habe. In diesem Video möchte ich euch zeigen, ob sich es lohnt, wirklich für 30 Euro so einen Kantenfräser zu kaufen. Immerhin kostet der von Metabo ein Vielfaches. Was kann der China-Fräser nicht? Was kann er? Das seht ihr hier in diesem Video. Dieses Video wird präsentiert von schleiftitan.de, dem Online-Shop für den Profi und Heimwerker. Ich habe mir hier diese No-Name Kantenfräse aus China bestellt. Die hat inklusive Versand nicht mal 30 Euro gekostet. Ich bin mal gespannt, was das Zeug taucht. Ich habe ja mit diesen China-Produkten schon positive und negative Erfahrungen gemacht. Bin gespannt, wie es bei dem Teil ist. Dann geht's mal ans Auspacken. Eine super Beschreibung. Aber immerhin auf Englisch. Keine rein chinesische Beschreibung. So, dann haben wir hier ein Tütchen mit Teilen. Oh. Selbst die Tüte ist jetzt nicht so hochwertig. Sollte ja eigentlich hier oben aufgehen. Naja, schauen wir mal. Ach, oh, die riecht auch irgendwie schon so ein bisschen nach China. So sieht das gute Stück aus. Ja, ich sag mal so vom ersten Anfassen her wirkt es jetzt okay. Ja, die wackelt ein bisschen. Aber was man sagen muss, das Kabel ist schön flexibel. Das habe ich auch schon ganz anders erlebt. Die Feststellschraube will noch nicht so da rein. Da sind noch so ein bisschen, da ist noch so ein bisschen Grat drin. Weiß nicht, kann man das erkennen, hier in dem Loch, da ist noch so ein bisschen, ja, da hat man wohl das Gewinde ein bisschen schnell reingeschnitten. Ah ja, jetzt ist besser. Ja, so nebenbei mal zu den technischen Daten. Ja, 800 Watt Leistungsaufnahme. 30.000 Umdrehungen die Minute, ohne Last gehe ich mal von aus. Hier oben haben wir den Schalter, ein aus. Hier kann man die Kohle wechseln. Dann wollen wir das gute Stück mal einschalten, mal gucken, wie laut es ist. Also laut ist er eigentlich gar nicht. Kann man eigentlich nicht mosern, die ist nicht laut. Die Aufnahme ist für 6 mm Fräser gedacht, was wohl auch Standard ist, sage ich mal, in der Kategorie. Ja, für was die kleine Schraube hier, die Schlussschraube, eine Vierkant hat, weiß ich auch nicht, weil die Löcher eigentlich rund sind. Macht irgendwie wenig Sinn. Die ganze Geschichte ist hier natürlich ganz schön wackelig. Aber hör mal auf zu meckern, das ist ein Kantenfräser.
für kleinstes Geld. Da wird nicht gemeckert. Schauen wir mal. Das funktioniert super. Die kleine Oberfräse kommt bei mir jetzt immer häufiger zum Einsatz. Sehr gut. Ein paar Kleinigkeiten muss man allerdings bei der China-Fräse definitiv modifizieren. Zum einen für den Anschlag hat man hier so eine Geschichte, wo es angeschraubt wird, und die Nase, wo das draufgeschoben wird hier, die ist ein kleines bisschen höher als das Blech. Damit kann dann die Schraube das Blech hier nicht mehr festklemmen. Das heißt also, man muss das ein kleines bisschen abfeilen. Wenn man hier den Steg dann so weit runtergefeilt hat, dass es nachher passt, dann dürfte sich das auch hier ohne Probleme einklemmen lassen. Ja, und jetzt wackelt auch nichts mehr. So, was natürlich nach wie vor mir ein Rätsel ist, warum die Schraube hier hinten einen Vierkant hat, weil das Loch ist definitiv rund. Ich werde jetzt einfach das Loch so ein klein bisschen eckig feilen und dann müsste das eigentlich funktionieren. So, mit viereckigem Loch funktioniert die ganze Geschichte auch einwandfrei. Jetzt hält die Sache auch. Gut, was noch nicht so wirklich gerade ist, ist der Anschlag selber. Ihr seht es hier, der ist in alle Richtungen verzogen, verbogen. Aber okay, das Ding kostet 30 Euro, mein Gott. Da muss man ein bisschen nacharbeiten. Vielleicht fällt mir das ein, wie ich das einigermaßen gerade hinbekomme. Ich habe das jetzt mal so weit hingebogen, wie ich es hingekriegt habe. Und es ist einigermaßen im Winkel. Es muss ja auch nicht ganz im Winkel sein. Ja, wird funktionieren. So, jetzt passt das auch mit dem Winkel, mit dem Anschlagwinkel. Ja. Kleine Modifikationen sind halt notwendig.
Das ist keine Makita. Hier dieser Anlaufring lässt sich eigentlich ganz gut befestigen und den kann man hier auch eigentlich recht gut einstellen. Also gibt es hier diese Feineinstellung und dann hier das Festklemmen. Das klappt eigentlich ganz gut. Ja, dann ein weiteres Manko. Ich denke, man kann es ganz gut erkennen. Es ist nun mal leider nicht mehr durchsichtig, weil das sind zwei Kunststoffteile aufeinander geschraubt und irgendwo ist da eine kleine Lücke und da setzt sich dann die Sägespäne rein. Das heißt, das ist dann irgendwann nicht mehr durchsichtig. Das ist ein bisschen blöd. Da muss ich mal gucken, wo da das Loch ist. Ich schraube das mal auf. Ja, da kommt er raus, der ganze Staub. Aber ich kann jetzt auch nicht erkennen, wo der Staub sich da rein mogelt. Ja, zumindest mal kann man es aufschrauben und sauber machen. Es ist auch jetzt einigermaßen plan. Ja, dieses Plastikteil ist eh, wenn dann, der Schwachpunkt an der ganzen Geschichte. Hier ist zwar eine Skala drauf, allerdings gibt es da kein Gegenstück. Also hier gibt es nichts, wo man irgendwie sagen könnte, da kann man es ablesen. Vielleicht hier die Kante. So. Ein Problem ist halt, selbst wenn man es richtig gut zuschraubt, das ist Ende, mehr geht nicht. Dann bewegt sie sich, na gut. Mittlerweile geht es eigentlich. Also am Anfang war es viel schlimmer. Da hat sie sich hier dann wirklich nach oben und unten bewegt. Mittlerweile geht es. Man muss halt wirklich zuschrauben. Und dann geht es eigentlich. Man sollte halt wirklich nie vergessen, das ist eine preiswerte Fräse. Und für das Geld ist es wirklich in Ordnung. Das Ding kostet 30 Euro. Was man dazu kaufen muss, ist auf jeden Fall eine Spannzange. Eine 6 mm Spannzange, denn die dabei liegt, die ist auf eine Zollgröße, das sind dann 6,3 mm. Und da klemmt die 6 mm Fräser nicht richtig ein. Was man allerdings auch machen kann, das habe ich jetzt hier bei der Original-Spannzange auch gemacht, ist einfach den Schlitz ein bisschen auffeilen oder aufsägen und dann drückt sie sich weiter zusammen und dann klappt das auch mit der original beigelegten Spannzange. Die Bedienungsanleitung ist ein Witz. Nicht nur, dass sie schlecht geschrieben ist, sie ist auch ganz, ganz schlecht zu lesen. Und natürlich auf Englisch, also nicht auf Deutsch. Kann ja schon froh sein, dass sie nicht auf Chinesisch ist. Und das Bild, was hier hinten drauf abgebildet ist, sorry, da kann man gar nichts drauf erkennen. Also das ist diese Montageanweisung. Also man muss halt, ja, am besten vielleicht bei Makita mal auf der Seite gucken, ob man da eine bessere Explosionszeichnung bekommt. Vom Prinzip her dürfte die ziemlich identisch aufgebaut sein.
Vielen Dank, dass ihr mein Video geschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like oder sogar ein Abo dalasst und hoffe, dass ich euch beim nächsten Mal wiedersehe, wenn es hier heißt Basteln bei Ralfs Bastelbude.